Moin moin und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans. Und ach genau, in der letzten Folge bin ich hier mit dem Zaun, mit der Mauer angefangen. Konnte die aber nicht ganz so rummachen. Ich würde sagen, dann, obwohl wir haben hier jetzt voll, dann könnten wir einen Angriff machen. Auf Kobolde. Ich mache einfach mal einen Angriff auf Kobolde. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Es ist ja auch eine gute Übung. Ich bin ja wirklich... von dem Spiel habe ich keine große Ahnung. Was ist das? Warum ist da ein Friedhof? Na gut, okay. So, ich würde sagen, dann haue ich hier einmal 10 hin. Und hier 10. Oh. Aber das sind ja nicht alle. Ja, das schaffe ich doch wohl. Ah, einen Stern haben wir schon. Ach, die Hälfte haben wir schon. Es ging schnell. Unser Elixier ist bald voll. Oh Gott, oh Gott. Aha, wir können... Wir verlieren gleich Elixier, was wir eigentlich... Ja, toll. Ach so. Da kriegen wir sowieso nichts mehr. Ah, okay. 500 und 500. Okay. Zu viel Elixier. Was? Ach ja, wir können hier... Wo ist die Kaserne? Wo ist die Kaserne? Da unten. Nein, ich will hier nicht verbessern, sondern... Da können wir wohl eben 20 von herstellen oder ausbilden. Dann wollte ich hier die Mauer weitermachen. Verteidigung. Oh, wir können auch... Okay, wir können auch noch ein paar Kanonen und sowas bauen. Ich will hier erstmal die Mauer. Hehe, da ist das Ding im Weg. Zack. Ah, da kriegen wir ja viel, da kriegen wir ja richtig viel. Gut, weiter. Nein, Ressourcen wollte ich noch nicht. Erstmal hier um die Verteidigung ein bisschen kümmern. Damit das Rathaus nicht ganz so ungeschützt ist. Da. Ach, fehlendes Gold. Ganz toll. Ja, wir haben Elixier, aber Gold ist Mangelware. Ganz toll. Können wir hier, glaube ich, aufrüsten. Aber ich will dann lieber erst das aufrüsten. Mit 300 Elixier. Obwohl, gleichzeitig könnten wir das auch wohl aufrüsten, oder? Es ist schwierig, schwierig. Ja, komm. Rüsten wir das gleichzeitig noch mit auf. So. Juwelen setze ich dafür mal nicht ein. Und wir können, glaube ich... Ah, die kosten Geld. Ich glaube, die Sträucher waren mit Elixier. Ach, alle... Oh, Scheibenkleister. Ich habe die natürlich hier... gut, dann beschleunigen wir das doch eben mit 10 Juwelen. Levelaufstieg. Level 3. Okay, so. Den Pilz, der kommt hier weg, der widerliche Pilz. Da ist das. Die Clanburg. Da braucht man 10.000 für, um das zu reparieren. 4.000 können wir maximal momentan haben. Also keine 10.000. Stein. Da sind Pilze? Ja. Pilz entfernen wir auch noch. Ach so, das sind hier die Typen hier. 20 können wir bisher maximal. So, der Pilz ist auch weg. Wo können wir noch weitermachen? Den Strauch könnten wir wegmachen. Oder hier? Nee, der Baum ist zu teuer. Aber den Strauch hier, den können wir. Zack. Oh, was hat sie? Ah, große Kisten. Verbessere ein Goldlager auf Level 2. Sehr schön, kriegen wir 2 Juwelen. Und was? Du hast hier ein Juwel gefunden im Busch. Das ist doch mal cool. Da ist noch ein Pilz, den können wir noch eben... Bam. Wow, ganze 2. Das dauert noch 3 Minuten, bis das Ding fertig ist.
2 Juwelen gefunden. Ah, das macht doch Spaß, wenn man hier Juwelen findet, ne? So, einen können wir davon noch entfernen. Ich habe auch gelesen, man soll, bevor man wieder eine längere Pause macht, am besten komplett Elixier und Gold soweit aufbrauchen, also so, dass hier dann in der Kaserne Leute ausgebildet werden und sowas, dass man nicht ganz so viel Elixier da verbraucht, also dass das schon in Gebrauch ist, das Elixier. Ob das jetzt wirklich sinnvoll ist, weiß ich nicht. Das müsstet ihr mir dann in die Kommentare schreiben. Hübsch und ordentlich, der entferne 5 Hindernisse, Blume, Bäume, Steine, Büsche. Oh, 5 Juwelen, auch gut. So, haben wir hier noch irgendwas? Wir haben 164 Elixier. Was bedeutet, wir können hier gerade eigentlich nichts mehr abbauen. Sei denn, wir kriegen hier noch genug. So viel kriegen wir da ja gar nicht. Ich möchte jetzt eigentlich nur warten, bis wir die das hier aufgerüstet haben. Was haben wir da denn eigentlich? Dieser Pokal. Sammle 400 Trophäen, um einer Liga beizutreten. In einer Liga erhältst du für jeden Sieg einen Beutebonus. Ah, das hört sich doch mal ganz gut an. Boah, Champion. Heieiei. Okay, beste Clans. Mega Empire. Aber ich will lieber lokal. Für deine kleine Region konnte keine Highscore angezeigt werden. Was? Wieso? Beste Spieler, lokal.de. Ah, hier geht das. Keskosteron. Den will ich wohl mal angucken. Keskosteron. Oh Gott, oh Gott. Okay, ja. Ah, okay. Man macht das also. Ah, er hat das direkt hier drumrum. Dann hat er hier ein paar Sachen. Ah ja. So hat er das. Dann sollte ich vielleicht auch direkt um das Rathaus drumrum. Dann da ein bisschen Verteidigung oder sowas. Dann da nochmal drum. Das hört sich... Ja, okay. Das könnte man versuchen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja nicht genau... Ja, okay, dann muss ich im Grunde das hier eben... Kann ich ja auch so... Kann ich das so verschieben? Ja, ja, klappt. So, und dann kann ich ja im Grunde hier... Was der bleibt. Dann kommt der dorthin. Ja, ist eigentlich auch logischer. Dann ist das da direkt dran, also direkt verteidigt, so gesehen. Ach, sieh mal einer an, unsere Mine ist soweit, dass wir da Gold bekommen. So, das Ding dann dort einmal dran. Und ich glaube, den hier dann... Nee, den war nicht den. Müssen wir dann hier dran setzen. Den da. Aber ich habe auch gesehen, der hatte auch ganz andere Mauern. Die kann man wahrscheinlich... Ah ja, warte, das habe ich gerade hier gesehen, ne? Verbessern kann man da. Okay. So, Gold haben wir da nicht mehr genug. Sonst hätte ich hier das noch versuchen wollen voll zu machen. Und dann kann man ja... Weiß nicht, wie macht man es am besten? Da. Der hat eine ganz einigermaßen große Reichweite, das Ding. Dann hier das Goldlager. Und das Elixierlager. Am besten dann noch hier irgendwie Kanonen immer so im Wechsel. Ich weiß nicht, ich würde jetzt immer so im Wechsel ein Lager, eine Kanone, Lager, Kanone. Dann hat man halt, und dann hier noch drum eine Mauer. Oh, jetzt ziehe ich das Ding weg. So wie ich das jetzt, so hätte ich mir das jetzt vorgestellt. Dann hat man noch wirklich, dass die Lager gut bewacht sind von Kanonen und... Kanonen und anderen Sachen. Ich weiß gar nicht, was. Bogenschützen gab es da noch, habe ich gesehen. Sind die auf alle Fälle gut geschützt? Was kosten eigentlich die? Ne, das wollte ich gar nicht. Aber wir haben ja noch einen Tag und 12 Stunden haben wir noch ein Schild. Das heißt, wir können nicht angegriffen werden. Die kosten 200, 250 kostet eine Kanone. Okay.
würde sagen, da wir jetzt sowieso nicht mehr groß was machen können und warten müssen. Ja, wir könnten noch einen Angriff machen. Machen wir aber jetzt nicht. Ich kann ja schon mal hier... Nein, dann nicht. Kann ich hier was ausbilden? Hier, 25. Ja, komm, dann setzen wir hier noch eben... nicht genug Elixier. 7 Stück. Da können aber, glaube ich, keine mehr rein. Nein. Aber egal, dann haben wir das auch schon mal. Dann habe ich wenigstens... Obwohl, angegriffen werden wir in den nächsten 36 schon sowieso nicht. Naja, ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.